Lichtgeschwindigkeit 384 heute am 1. Juni 2010 am Brandenburger Tor in Berlin. Zensursula, die Mutter der Nation. Aus aktuellem Anlass komme ich heute zum Stichwort Zensursula. Bundesministerin Ursula von der Leyen aus Hannover, die im Bundestagswahlkampf mit dem Thema Kinderpornografie in Altenheimen versucht hat zu punkten. Ursula von der Leyen, Zensursula, die auf die Frage, was sie denn konkret gegen die Kinderpornografie machen will, keine Antworten gab. Auf die Frage, was hat Zensursula gegen Kinderpornografie tatsächlich gemacht, keine Antworten gab. Auf meine Frage jetzt, was ist mit dem Bundestrojaner, mit dem Softwareprogramm, das für sehr, sehr viel Geld von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden ist, um sozusagen Software in privaten Datensystemen einzupflegen, um sozusagen auszuspionieren als Trojaner, wie mit einem trojanischen Pferd. Der Bundestrojaner, der bis heute aus verschiedenen Quellenangaben beziehe ich das 700.000 Euro gekostet hat. Frau Zensursula, die Mutter der Nation, hierzu keine Antworten gibt, was passiert mit Kinderpornografie aus Sicht der Bundesregierung, wenn man ein solches Thema reitet und die Internetpolitik mit Massendatenspeicherung, mit Bundestrojaner-Ausspionage-Ideen, mit Überwachung jeglicher Art, mit der Enteignung des normalen freien Bürgers von seinen eigenen Daten versucht Politik zu machen, dann ist das für mich heute, an dem Tag, als die Bundeskanzlerin Dr. Merkel den Vorschlag ausgebracht hat, Frau Zensursula soll aus Sicht von Frau Merkel Bundespräsidentin werden, möchte ich dieses Thema Zensursula, Bundestrojaner, ausrufen und zur Diskussion bringen. Ahoi, liebe Piraten, schönen Dank für den Aufruf. Und an diesem Thema Zensursula, Mutter der Nation, werde ich dranbleiben. Hier vom Brandenburger Tor aus Berlin aktuell. Ahoi!